Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wir sehen uns unterwegs. Ich bin der Michael und ich baue heute einen Frästisch mit selbstgebauter Einlegeplatte für meine Tischkreissäge. Das Video ist Teil einer Reihe und in den anderen Videos habe ich dir gezeigt, wie ich den Unterschrank für meine Säge gebaut habe, wie ich die Späne von der Säge aufsammle und die Videos verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Der Frästisch, den ich heute baue, ist nicht mein erster selbstgebauter Frästisch. Vor ein, zwei Jahren habe ich diesen hier gebaut. Der besteht aus einem Gestell von einer Werkbank, einer Multiplexplatte, einer Einlegeplatte aus Kunststoff, die ich auch selbst gebaut habe und der ist für meine Bosch-Oberfräse. Den Frästisch bzw. Einsatz hier für meine Säge, das ist eine Bosch GDS 10XC, den werde ich ein bisschen anders bauen. Für die eigentliche Tischplatte werde ich diesmal Siebdruck verwenden, kein Multiplex, weil die Oberfläche hier viel glatter ist und die Werkstücke viel besser drauf gleiten. Die Einlegeplatte, die wird diesmal Reduzierringe für verschiedene Fräserdurchmesser bekommen. Und sie wird aus einem steiferen Material und sie wird insgesamt ein bisschen aufwendiger sein als die Einlegeplatte in meinem alten Frästisch. Zum Bau der Einlegeplatte selbst gibt es ein separates Video, weil die, wie gesagt, relativ aufwendig zu bauen ist und das würde den Rahmen hier sprengen. Das Video ist mal wieder ein bisschen umfangreicher geworden, deshalb habe ich es euch in einzelne Kapitel unterteilt. Die Zeitmarker findet ihr unten in der Videobeschreibung. Los geht's mit der Abstützung vom Frästisch bzw. von dem Auszug der Säge. Als zweites geht es um den Einbau der Tischplatte. Als drittes geht es darum, welche Fräse ich einbaue und welche ich euch für den Einbau empfehle und warum. Danach geht es um den Einbau der Einlegeplatte in die Tischplatte. Als fünftes zeige ich euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr die Fräse in den Frästisch einbaut. Danach geht es um das wichtigste Bauteil vom Frästisch. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Probefräsung und ein Fazit. Als erstes werde ich für diesen Ausleger eine Abstützung bauen. Das ist ja ein separates Teil, was normalerweise eingezogen ist. Wenn man was Breiteres sägen will, zieht man das raus. Ich werde das permanent ausgezogen lassen, weil ja hier der Frästisch reinkommt. Und dieses Teil, ihr seht es vielleicht schon, das hängt ein bisschen durch. Der hängt jetzt schon ein bisschen durch. Wenn dann hier erstmal das Gewicht von der Platte und der Fräse drin ist, dann wird er noch weiter durchhängen. Wenn man da einen Richtschall drauf legt, sieht man das auch ganz gut. Und wenn ich nur ganz leicht drauf drücke, sieht man, wie sich das verformt. Und um das abzufangen, kommt unter die beiden Schienen jeweils eine Abstützung. In sämtlichen Videos zu diesem Thema, die ich da gesehen habe, sieht man tolle, aufwendige Konstruktionen mit einstellbaren Stützen, die dann mit irgendwelchen Einstellschrauben hier die Höhe einstellen. Und da frage ich mich, warum? Ich baue den Tisch und die Abstützung hier für diese Säge. Diese Dicke hier von dem Tisch, die verstellt sich nicht. Die Höhe von dem Tisch verstellt sich nicht, die Säge ist ausgewachsen, die wird nicht mehr größer. Ich verstehe nicht, warum ich das hier einstellbar bauen sollte. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich kann ja die Höhe hier genau ausmessen, ich kann dann die Stütze, die hier drunter kommt, genau zuschneiden und dann passt das und die Säge ist gerade und eben. Und sollte ich dann hinterher doch der Meinung sein, es passt nicht genau, dann lege ich einen Streifen unter oder schleife oben ein, zwei Zehntel ab und dann passt es. So, genug gelabert, jetzt geht's los. Als erstes messe ich mir die Höhe aus, die ich brauche. Dazu nehme ich jetzt in dem Fall hier ein Aluprofil. Das kann man auch mit einem Richtschalt machen oder je nachdem, wie genau man es haben will, auch mit einer Holzlatte, die gerade ist. Dazu zwinge ich mir das hier auf der Tischplatte fest. Dabei schaue ich jetzt, dass das Profil wirklich überall auf dem Tisch aufliegt und kein Spalt ist und dass es nicht verzogen ist durch das Festspannen. Und wenn das passt, kann ich die Höhe messen. Um die Höhe zu messen, biege ich den Tisch jetzt so weit hoch, bis er am Profil anliegt. Nicht zu weit, weil das Profil kann ich auch verbiegen. Nur so weit, bis wirklich kein Lichtspalt mehr da ist. Und dann messe ich hier die Kante, wie hoch die ist, wenn ich das hochgedrückt habe. Das sind 28,35. Und das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Das ist ein anderes Profil und somit auch ein anderes Maß. Das sind 28,9. Und dann schneide ich die Platten für die Stützen zu. Jetzt richte ich mir die Rippe aus an dem anderes.
Dann bohre ich die Bohrung für die Schraube vor. Die Rippe habe ich ein bisschen flacher gemacht, ein paar Millimeter, weil die Säge, die sollen nur hier aufliegen und zu dem Brett soll die freigehen. So, jetzt richte ich mir das aus, so dass es an der Vorderseite bündig ist und hinten an der Schiene. Dann zeichne ich mir den Umriss auf. So, dann setze ich es wieder an den Anriss, den ich mir eben gemacht habe. Und jetzt merke ich gerade, ich habe ja was vergessen. Ich muss ja hier noch Fasen dran machen, bevor ich es verschraube. Also Schraube wieder raus. Und dann erstmal auf die Fräse damit. Ihr wollt sicher nicht sehen, wie ihr euch die Teile für einen Frästisch auf einem Frästisch herstellt. Weil ihr guckt euch das Video wahrscheinlich an, weil ihr noch keinen habt. Deshalb andersrum, ich spanne mir das jetzt hier ein. Ich könnte es auch auf der Werkbank mit einer Zwinge festspannen. Aber wenn ich es hier auf den Schraubstock einspanne, komme ich bei einer Spannung an mehr Teile dran, an mehr Flächen ran. Stöpsel in die Ohren beim Fräsen. Hier passt es. Wer dann spalt, würdet ihr das Licht durchscheinen sehen. Und hier das gleiche, 500stel kriege ich gerade so dazwischen, ein Zehntel nicht. Und auf der anderen Seite, hier gehen die 500stel dazwischen, ein Zehntel geht auch hier nicht dazwischen. Hier übrigens geht ein Zehntel, hier gehen sogar zwei Zehntel dazwischen, also der Unterschied innerhalb der Platte ist größer als zu dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Die Stützen sind bombenfest. Das funktioniert so. Als nächstes kommt hier die Platte rein. Die ist jetzt noch so ein Millimeter zu breit und sie ist auch ein bisschen zu lang. Das kürze ich dann, aber als erstes bringe ich hier Leisten rein, wo die dann aufliegt. Die Leisten mache ich über die gesamte Länge und die schraube ich hier in das Alu rein. Jetzt würde ich hier gerne mindestens 15 mm breite Leisten reinbringen, habe aber kein Material mehr in der richtigen Länge. Ich habe aber noch jede Menge 9 mm Multiplex und aus dem Multiplex werde ich mir jetzt hier Streifen bauen und werde aber zwei Multiplex-Streifen nebeneinander machen. Also sprich, ich habe dann 18 mm Auflage, hier auch 18 mm, das heißt, ich muss in Summe 4 Streifen schneiden. Und die Streifen haben eine Höhe von ungefähr 2 cm. Und die schneide ich jetzt aus der Platte raus und dann verklebe ich die. Während die Leisten trocknen, säge ich das aufs richtige Maß. Wie gesagt, das ist ein Millimeter zu breit. Dann schneide ich sie jetzt auf die richtige Länge, also auf das Ausschnittmaß. So, die Platte passt hier genau rein. Warum habe ich die jetzt auf das richtige Ausschnittmaß geschnitten und habe die nicht länger gelassen, so dass die auf diesen Aluschienen aufliegt, so wie das jeder andere macht, der darüber Videos macht? Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Der einzige Grund, warum ich es hier aufliegen lassen sollte, wäre, die Durchbiegung zu verhindern. Um diese Durchbiegung zu verhindern, kommen hier gleich die Leisten ran. Und jetzt könnte es sich halt noch in diese Richtung durchbiegen. Wenn ich das Brett hier aufliegen lassen würde, da würde ein ungefähr 4, da
da würde hier, sagen wir mal, eine 4x4 mm Nase übrig bleiben, die dann hier drauf liegen würde. Und damit der noch sauber drüber gleitet, müsste ich es wahrscheinlich anstatt 4x4 eher 3x3 mm machen. Hier wäre prinzipiell ein bisschen mehr Platz, aber auch nicht wirklich. Also an dieser Platte, die ist 21 mm, würden 3 mm stehen bleiben. Das ist so viel. So ein Näschen wäre da dran und das soll verhindern, dass es sich durchbiegt. Nee. Was aber verhindert, dass es sich durchbiegt, ist, wenn man die Wandstärke verdoppelt. Wenn man die Wandstärke in der belasteten Richtung erhöht, dann erhöht man die Steifigkeit nicht ums Doppelte, sondern ich glaube hoch 3 oder hoch 4. Und das nennt man Randfaserabstand und das ist eigentlich das Prinzip, um Bauteile steif zu machen. Deshalb werde ich unter die Platte vorne und hinten so eine Leiste drunter setzen. Und auf der Längsseite kommen ja, wie gesagt, die Leisten, die ich gerade verklebe, drunter. Die müssten jetzt auch trocken sein. Das heißt, ich schneide die jetzt aufs richtige Maß und dann verschraube ich die an der Tischplatte von der Säge. Ich ziehe die Schrauben handfest an, dann nehme ich den Abschnitt von der Platte, die hier reinkommt. Der ist ja genauso dick wie die Platte. Dann schaue ich, ob es bündig ist. Und wenn das passt, ziehe ich die Schraube richtig an. Und wenn es nicht passt, gibt es einen kleinen Schlag mit dem Hammer. Bis es passt. Gut, die Platte passt. Die Leisten sind jetzt verschraubt und in der Leiste und in dem Alu ist ein größeres Loch als der Durchmesser der Schraube. Das habe ich jetzt gemacht, um halt die Höhe, wie ich es euch gerade gezeigt habe, einzustellen. Hier wird ja dann die Fräse drin hängen. Die wiegt um die 5 Kilo plus die Platte, plus dass ich immer Werkstücke drauf umherschiebe. Das heißt, hier ist ein ganz schönes Gewicht drauf. Und zusätzlich sind hier natürlich Vibrationen durch die Säge und durch die Fräse. Das heißt, die können sich mit der Zeit halt setzen und dann kann das natürlich sich auch verschieben. Um das zu verhindern, nutzt man im Maschinenbau Passstifte. Das heißt, ich setze jetzt hier zwei Bohrungen und setze dann einen Stift rein und diese Bohrung, die hat genau den Durchmesser von dem Stift und die ist dann einmal in der Leiste und einmal in dem Aluteil und somit kann sich das nicht mehr verschieben. Für die Passstifte habe ich hier so ein paar alte Auswerfer. Das sind Auswerfer aus einem Spritzgusswerkzeug. Die haben genau 8 mm. Das müsste eine 8H-Passung sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Hätte man jetzt hier eine Aluleiste und ein Aluteil, würde man mit 7,8 vorbohren, würde mit einer 8er Reibahle das reiben und dann könnte man den Passstift reinsetzen. Jetzt habe ich keine 8er Reibahle und außerdem ist das Holz, da kommt es jetzt eh nicht so genau drauf an. Ich werde jetzt mit einem kleineren Durchmesser vorbohren, dürfte ein 6er sein, und werde dann mit einem 8 mm Bohrer nachbohren. Das heißt, es wird jetzt auch nicht auf ein Hundertstel genau, aber es wird halt viel genauer als die Schraubenbohrungen und da wird sich dann nichts mehr setzen. Wenn ihr sowas macht, schaut, dass der Durchmesser möglichst groß ist. Ich habe jetzt 8 mm genommen.
weil mein Akkuschrauber mit dem 8er Bohrer dann gerade so hier dazwischen passt. Ich hätte noch einen 12er da, aber dann passt mir der Schrauber nicht dazwischen, deshalb nehme ich den 8er. Wenn ihr es zu klein nehmt, ist natürlich die Gefahr noch größer, dass sich der Stift dann in dem Holz letzten Endes ja, ins Holz eindrückt. Ich bohre jetzt die Löcher, dann flexe ich die Auswerfer auf die richtige Länge, mache ein paar Phasen dran und dann setze ich hier jeweils zwei rein. Die Auswerfer sind hier übrigens gehärtet, also das heißt, die Stifte sind jetzt auch gehärtet. Deshalb habe ich es mit der Flex geschnitten, nicht mit der Säge. Nur in dem Bereich ist es angelassen, da ist es weich. So, der geht saugend rein, das ist schon mal super. Und jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass er da anschlägt. Und auf der Seite genau das gleiche Problem. Der Parallelanschlag geht da nicht drüber. Also zeichne ich mir das jetzt an und dann schneide ich das raus. Die Tischplatte ist drin in der Säge, das heißt, jetzt kann die Fräse rein. Und ich habe ja eine Bosch POF, die kommt hier aber nicht rein, sondern die kommt rein. Und warum kommt die rein? Warum baue ich nicht meine alte wieder ein? Die ist direkt dafür gemacht, dass sie in den Frästisch eingebaut werden kann. Die hier in den Frästisch einzubauen, ist halt eigentlich ein Kompromiss. Die ist gut geeignet, um damit als Oberfräse zu arbeiten. Und genau das werde ich zukünftig damit machen. Ich möchte nämlich zukünftig nicht mehr ständig die Oberfräse aus dem Frästisch ausbauen, wenn ich sie mal als Oberfräse benutzen will. Und deshalb baue ich die nicht ein und habe mir eine zweite gekauft, die nur für diesen Frästisch sein soll. Und warum genau die? Die hat halt einen großen Vorteil. Wenn man die nämlich in den Frästisch eingebaut hat, kann man mit dieser Kurbel von oben durch den Frästisch durch und kann die Höhe mit dieser Kurbel einstellen. Geht jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt das noch nicht eingebaut habe. Das ist der große Vorteil von der. Der zweite große Vorteil ist, wenn man die hochgekurbelt hat, dann wird gleich die Achse gesperrt. Also das heißt, man muss nicht die Achse noch mit einer Hand blockieren, um dann das Futter aufzuschrauben, sondern die Achse wird direkt blockiert. Man muss dann nur noch, wenn die hochgekurbelt ist, das Futter aufschrauben, Fräse raus, Fräse rein, wieder runterkurbeln, fertig. Deshalb ist es die geworden. Man kann natürlich auch einen Fräslift drunter bauen. Man kann auch Fräsen umbauen und kann Schrauben reinsetzen, um die dann hoch und runter zu drehen. Ich wollte halt eine, die direkt dafür gedacht ist. Und damit ich die Fräse jetzt in die Tischplatte einbauen kann, brauche ich noch eine Einlegeplatte. Diese Einlegeplatte habe ich selbst gebaut. Es kommt ein separates Video zum Bau der Platte und die baue ich jetzt hier in die Tischplatte ein. Ich richte mir die jetzt aus und zwar soll die genau hier in die Mitte der Platte und hier versetze ich die so weit auf die Seite. Der Anschlag für die Fräse wird hier drüben sein. Und deshalb schiebe ich die Platte so weit es geht hier rüber, damit ich hier einfach noch ein paar Zentimeter mehr bis zum Anschlag habe, damit ich breitere Werkstücke fräsen kann. Ich lasse jetzt hier 3 cm stehen. Und dann klebe ich mir ein Kreppband genau dahin,
wo der Ausschnitt hin soll. Den Ausschnitt für die Einlegeplatte, den fräse ich jetzt hier aus. Genau so, wie ich es mir gerade markiert habe. Und ich werde mir jetzt eine Schablone bauen für die Fräsung, damit ich halt genau fräse und vor allen Dingen nicht über die Markierung rausfräse, also sprich die Fräsung nicht zu groß mache. Das mache ich, wenn ihr den Kanal kennt, wisst ihr das. Ich mache das mit der Kopierhülse, weil das einfach für mich am besten geht. Bei der Fräse ist keine Kopierhülse dabei. Wenn ihr die auch als Oberfräse parallel sozusagen nutzen wollt, empfehle ich euch sowieso, kauft euch eine Kopierhülse dazu. Die ist hier nicht dabei, bei meiner Bosch. Bei der Bosch ist eine Kopierhülse dabei. Und deshalb mache ich die Ausfräsung mit der Bosch und nicht mit der Triton. Wenn ihr jetzt nur eine Oberfräse habt, und zwar eine ohne Kopierhülse, dann könnt ihr natürlich auch den Fuß als Anschlag nehmen. Der Fuß ist ja genau konzentrisch zum Fräser. Das heißt, wenn ihr hier ein Brett hinlegt als Anschlag und an dem langfahrt, dann habt ihr im Prinzip auch eine Schablone. Das ginge jetzt hier auch, da würde ich das im Prinzip einfach weiter rausziehen. Ich mache das jetzt wie gesagt mit der Kopierhülse, weil das für mich einfach komfortabler ist. Das ist die Kopierhülse und ihr müsst jetzt im Prinzip den Abstand von der Kopierhülse, das ist der Anschlag, wo ich die gleich an der Schablone langziehe, den Abstand von der Kante zum Fräser, den müsst ihr euch jetzt ausmessen oder ausrechnen. Ich habe jetzt hier einen 10 mm Fräser, die Hülse ist 17, das heißt, ich habe hier 3,5 mm vom Fräser bis zur Kante. Die 3,5 mm zeichne ich mir jetzt auf dem Kreppband an, beziehungsweise ich zeichne mir 4 mm an. Ich möchte zum Schluss ungefähr 1 mm Spiel zwischen Einlegeplatte und Tisch haben, so dass ich die halt genau ausrichten kann. Und an dieser Linie lege ich dann gleich die Schablone an. So, dann nehme ich 4 Bretter. Da ist wichtig, dass die Kante hundertprozentig gerade ist. Und dann lege ich die jetzt an die Markierung an. Und dann befestige ich die mit doppelseitigem Klebeband. Wenn ich jetzt hier an der Schablone langfräse, kann es sein, dass mir die Fräse hier reinkippt. Um das zu verhindern, klebe ich noch das hier rein, dann liegt die überall auf. Und dann kann die mir nicht runterkippen. Das ist alles gleich hoch, das ist 9 mm Multiplex. Als nächstes stelle ich die Frästiefe ein. Dazu fahre ich jetzt mit dem Fräser bis auf die Platte. Also die Höhe vom Fräser zur Auflagefläche entspricht jetzt von der Auflagefläche bis zur Oberfläche der Platte. Jetzt möchte ich von dieser Fläche ausgehend 5,2, 5,3 mm in die Platte einfräsen. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Höhenanschlag. So, dann stelle ich mir den Anschlag jetzt hier auf 25. Dann löse ich die Feststellschraube und stell den Höhenanschlag um die 5,2, 5,3. Das geht jetzt natürlich nicht aufs Zehntel genau, aber so ungefähr Augenmaß stelle ich es halt um den Betrag, den ich tiefer fräsen will, auf der Skala nach oben. Und wenn ich dann jetzt auf Anschlag auf den Revolver gehe, habe ich die richtige Frästiefe eingestellt. Die überprüfe ich jetzt. Das heißt, ich mache jetzt eine Probefräsung hier rein. Und dann messe ich die Tiefe nochmal nach und gegebenenfalls stelle ich das nochmal ein bisschen nach. So, dann messe ich mit dem Messschieber die Tiefe nach. Das sind 5,2 mm, also das passt. Und jetzt kann ich den Ausschnitt reinbringen. Dann zeichne ich jetzt den Ausschnitt an, den ich hier reinbringen muss. Dann bohre ich mit dem Forstnerbohrer die Ecken aus, dass ich dann mit der Stichsäge an den Ecken eintauchen kann und den Ausschnitt aussägen kann.
Dann bringe ich jetzt die Bohrungen rein, um die Platte zu verschrauben. Auf die Rückseite kommen jetzt Einschlagmuttern rein. Das heißt, die Schrauben kommen von oben durch und werden dann in den Einschlagmuttern verschraubt. Und damit ich die Einschlagmuttern hier reinsetzen kann, muss ich die Bohrung auf 7,5 mm aufbohren. So, die Einlegeplatte sitzt jetzt tiefer als die Tischplatte. Ein Zehntel geht runter. Ja, ungefähr zwei Zehntel, würde ich sagen. Und zwar umlaufend. Das ist umlaufend ungefähr immer zwei Zehntel. Hier ist es ein Zehntel. Hier ist es auch ungefähr ein Zehntel. Warum ist das so? Ganz einfach, ich habe ja die Ausfräsung ungefähr so 5,2, 5,3 mm tief gemacht. Die Platte ist 5 mm dick, genau daher kommt jetzt der Unterschied und das habe ich ganz bewusst so gemacht, weil die Platte soll ja nicht über der Tischplatte überstehen, genauso wenig wie sie unter der Tischplatte stehen soll, so wie das jetzt ist. Aber wenn sie drunter steht, kann ich was unterlegen, dass sie höher kommt und genau das werde ich jetzt tun. Und zwar werde ich dazu jetzt aber kein Papier oder sowas nehmen, sondern wenn man das professionell machen will, nimmt man so Fühlerlernband. Das wäre jetzt ein Zehntel stark. Ich habe auch welches mit 500. Das heißt, ich kann jetzt in 500. Schritten dort unterlegen. Ich kenne das Zeug von früher aus dem Werkzeugbau. Damit haben wir mal Höhenunterschiede ausgeglichen. Und das drückt sich halt nicht zusammen, wie wenn ich da jetzt irgendwelches Papier drunter lege. Da ich jetzt hier natürlich eine Holzplatte habe, wo ich die Höhe ausgleiche, kann es sein, dass sich das Band so ein bisschen eindrückt. Im Werkzeugbau hat man halt Stahl- oder Aluminiumplatten, da drückt sich nichts ein. Ich werde das jetzt halt hier durch das Anziehen der Schrauben ein bisschen kontrollieren, dass ich es natürlich nicht zu sehr in das Holz reindrücke. So eine Rolle Fühlerlernband ist nicht teuer. Die kostet so zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, welche Stärke man hat. Da sind 5 Meter drauf, das reicht ein Leben lang. Also für mich wird das reichen, ich werde mir sowas wahrscheinlich nie wieder kaufen müssen. Und wenn man halt sowas mal braucht, dann hat man es da. Also ich würde sowas nicht mit Papier machen, aber wenn ihr unbedingt Papier nehmen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich verlinke euch das Zehntel und 500. auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, das Zeug lege ich jetzt unter. Ich habe ja an den meisten Stellen 2 Zehntel gemessen. Das heißt, ich lege 2 Streifen von dem 1 Zehntel Band unter. An den beiden anderen Stellen, wo ich 1 Zehntel gemessen habe, lege ich 1 Streifen unter. Dann schraube ich die Einlegeplatte wieder fest und dann soll das passen. So, wie mache ich das jetzt? Das Band ist ein bisschen zu breit, um es neben die Schraube zu legen. Das heißt, ich schneide das einmal der Länge nach durch. Und dann lege ich das immer um die Schrauben drumherum. Wie ihr seht, könnt ihr das mit einer ganz normalen Schere schneiden. Zumindest das 1 Zehntel und 500. 2 Zehntel, da braucht ihr dann wahrscheinlich schon eine Blechschere. Und dann kommt die Platte wieder drauf. Bisschen vorsichtig, dass es sich jetzt nicht alles verschiebt. So, und jetzt ist ja überall die richtige Höhe. Und das heißt, das Werkstück gleitet drüber und bleibt nicht hängen. Wenn ich jetzt hier ein Werkstück fräsen will, kann ich das hier drüber schieben, ohne dass das hängen bleibt. Und da kann ich jetzt als nächstes die Fräse einbauen. Bevor die Fräse jetzt eingebaut werden kann, muss hier noch eine Feder, die da drin sitzt, raus. Dazu nimmt man hier die kleine Schraube raus. So, und dann dreht man diese Kappe ab und dabei muss man vorsichtig sein. Darunter ist jetzt die Feder, die steht unter Spannung. Da ist er auch schon. Die nimmt man einfach raus. Und dann kommt die Kappe wieder drauf. Und dann kommt die Schraube wieder rein. Die Feder dient dazu, dass die Fräse nach oben gedrückt wird.
Das heißt, hier ist jetzt keine Federkraft mehr, die die Fräse nach oben drückt. Das heißt, die ist jetzt nicht mehr als Oberfräse, als reine Handfräse geeignet. Dazu müsste man die Feder wieder einbauen. Die ist jetzt wirklich rein für den Einbau im Frästisch. Und dafür braucht man die Feder nicht. Man bewegt die dann im Prinzip nur gegen ihr Eigengewicht nach oben und mit dem Gewicht wieder nach unten. Dann ist sie soweit vorbereitet und dann kann die jetzt in den Frästisch eingebaut werden. So, der Frästisch ist fertig. Oder? Nee, ist er nicht. Das Wichtigste fehlt noch. Das Wichtigste, wenn ihr euch einen Frästisch baut, ist so ein Sicherheitsschalter. Warum? Stellt euch vor, ihr fräst. Habt ihr gerade irgendwas auf der Fräse liegen und fräst, die Fräse läuft. Und dann fliegt die Sicherung raus. Oder irgendwer zieht den Stecker raus. Was auch immer. Dann, ihr wisst erstmal nicht, was passiert. Ihr schaut euch das an. Möglicherweise bleibt euer Werkstück genau auf der Fräse liegen. Oder ihr legt die Hand drauf, um nachzuschauen, was los ist. Macht man nicht, ist klar. Aber ihr wisst, wie es ist. Und in der Zeit hat irgendwer die Sicherung wieder rein. Wenn ihr Glück habt, schmeißt euch nur das Werkstück durch die Gegend. Wenn ihr Pech habt, verletzt er euch. Und wenn ihr richtig Pech habt, verletzt er euch so richtig. Und genau dafür ist so ein Sicherheitsschalter da. Jetzt stecke ich nämlich die Fräse in den Sicherheitsschalter. Und habe hier den Anschluss ans Netz. Und jetzt schalte ich die Fräse über den Sicherheitsschalter ein. Also ich habe es jetzt unten an der Fräse, den Schalter natürlich eingeschaltet. Jetzt ist wieder die Sicherung raus oder was auch immer. Und jetzt stecke ich die wieder rein. Die Fräse geht nicht an. Genau dafür ist der da, der verhindert, dass die Fräse wieder anläuft oder jegliches Gerät, was ihr daran anschließt. Ihr solltet das für jedes Gerät eigentlich haben. Die Kreissäge hat einen integrierten. So eine Handfräse, so eine Oberfräse hat sowas natürlich nicht. Der verhindert, dass bei einem Stromausfall sich anschließend, wenn der Strom wieder da ist, das Gerät einschaltet. Und somit rettet euch das die Hände oder euren Kopf oder was auch immer, was ihr euch da verletzen könnt, wenn ihr das nicht habt. Den Schalter setze ich hier unten hin, und zwar nicht so, dass er hier vorne rausschaut, dass man hier vielleicht noch aus Versehen auf den Einschalter kommt. Der ist zwar umrandet von einer Rippe, so dass man den nicht einfach drücken kann, aber prinzipiell meiner Meinung nach kann es schon passieren. Es gibt da auch Abdeckungen, die man da drüber machen kann, so ist es zum Beispiel an der Kreissäge, dass man gar nicht rankommt. Ich habe jetzt halt diesen hier. Wenn ihr euch einen neu kauft, empfehle ich euch auf jeden Fall einen mit so einer Abdeckung. Verlinke ich euch auch unten. Damit der nicht aus Versehen eingeschaltet werden kann, setze ich den so ein Stück nach hinten und setze den direkt unter das Profil. Das heißt, hier kommt keiner ran, kann den nicht aus Versehen einschalten, sondern nur, wenn man den einschalten will. Dazu nehme ich jetzt die Platte nochmal raus und dann schraube ich den von unten dagegen. Dazu nehme ich jetzt mal wieder doppelseitiges Klebeband. Und dann positioniere ich den da, wo ich ihn haben will. Dann setze ich noch zwei Leisten zur Verstärkung unter die Platte. Ich glaube zwar nicht, dass es die braucht,
Aber sicher ist sicher. So Leute, der Frästisch ist fertig. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon zwei, drei Sachen dran gefräst. Es ist kein Vergleich zu vorher. Es ist wirklich mit der Fräse viel, viel besser, was die Höhenverstellung angeht und das Fräserwechseln. Das geht viel einfacher. Es ist viel angenehmer, dass man das alles von oben machen kann. Und es ist auch viel angenehmer von der Arbeitshöhe. Das habe ich euch ja im ersten Video der Serie gesagt, dass ich mir das jetzt anschauen werde. Und ich habe ja jetzt seitdem ein bisschen mit der Kreissäge gearbeitet. Ich habe jetzt ein bisschen mit der Fräse gearbeitet. Und ich muss sagen, die Höhe, das passt, ist genau ein Meter. Und das passt für mich wunderbar. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, wenn ihr euch auch einen Frästisch bauen wollt. Wenn ihr euch eine Fräse kaufen wollt für, ich sag mal, 90% im Frästisch und nur so ein bisschen Oberfräse, kann ich euch die Triton empfehlen, so jetzt nach den ersten Sachen, die ich damit gemacht habe. Die ist halt wirklich wunderbar dafür geeignet, in einen Frästisch eingebaut zu werden. Die Bosch ist eine wunderbare Oberfräse, um wirklich ja, als Oberfräse damit zu arbeiten. Um sie in den Frästisch einzubauen, ist sie nicht optimal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Unten neben Kanal abonnieren findet ihr auch einen Mitglied werden Button. Wenn ihr das nächste Video schon vorab und werbefrei sehen wollt, könnt ihr gern Mitglied werden bei uns auf dem Kanal. Und ansonsten sehen wir uns unterwegs. Bis dahin. Ciao.